Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Wawa kocht. Heute mal kein Kochvideo, heute machen wir mal ein kleines Unboxing-Video. Ich habe mir was bestellt. Lasst euch mal überraschen, was da drin ist. Lasst uns den Kameraden mal aufmachen. Lalalala. Schaut mal, schön. Das ist immer so eine kleine Überraschung, wenn man sowas... Was ist drin? So, das sieht doch schon mal schwer nach Garten aus. Nicht Maggi, das ist Kompo. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir zweimal solche Kartonagen drin. Was kann das wohl sein? So, Karton weg, den brauchen wir immer nicht. So, hier ein schöner Flüssigdünger von Kompo. Und hier zwei geheimnisvolle Kartons. Hinter den Kartons befinden sich Lampen, LED-Lampen. Ich habe mir LED-Lampen bestellt, zwei Stück. Die Meo und ich, wir haben einen schönen Garten. In dem Garten können wir uns richtig schön so allerlei anpflanzen. Richtig schön Südseite haben wir. Und ja, wir haben das 6 Meter Beet, 2x6 Meter mal 1 Meter breit. Plus Gewächshaus, plus noch die Westseite. Die Westseite, genau. Aber jetzt müssen wir erstmal alles langsam anziehen. So, es ist dunkel in Deutschland. Also für die Anzucht vom Saatgut benötigen wir auf jeden Fall mehr Licht. Diese Kameraden sollen ungefähr 40 Watt haben. LED-Leuchten sollen ein spezielles Licht liefern für die Pflanzen. Wir möchten dieses Jahr insbesondere auf Chilis gehen. Das heißt Chili, Tomate, Paprika und das sonstige Gedöns. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier eine, schon mal gut, Metall, außenrum Plastik, hier alles, gut, hier ist auch Plastik, aber hintenrum ist auf jeden Fall Metall. Wir haben hier einen normalen An-Ausschalter, hier ist die Hängevorrichtung, das wird dann hier an vier Seiten angehakt. Wir haben da vorne schöne Hängeschränke, da kann sich nämlich schön darunter hängen und ihr könnt immer wieder mit zuschauen, wie unsere Sachen dort ankommen. Zum Beispiel hinten seht ihr schon mal ein Basilikum. Den haben wir natürlich nicht gezogen, den haben wir gekauft. Den gab es heute so schön im Angebot. 75 Cent. Haben wir natürlich gleich zugegriffen. Ja, hier schön Karabinerhäkchen. Und dann wird das hier oben angehängt. Da brauchen wir eigentlich nur so einen Haken. Da brauchen wir nur so einen Haken und dann passt das. So. Wir testen das auch gleich mal. Ich habe hier auch ein bisschen Strom. Ja, was haben wir denn eigentlich überhaupt vor? Wir möchten auf jeden Fall Chilis anziehen, wir möchten Paprika anziehen und gerade Chilis, besondere Pflanzen, Habaneros, Jalapenos, die brauchen längere Zeit, Paprika braucht auch eine längere Zeit und die müssen auf jeden Fall schon hier bei uns in Deutschland schon gut vorgezogen herauskommen ins Gewächshaus. Die können aber auch im Freien stehen. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch relativ viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin kein Profigärtner, ich habe keine zwei grünen Daumen. Ich muss immer zusehen, dass ich es halbwegs auf die Reihe bekomme. Ich bin kein gelernter Gartenlandschaftsbauer. Für mich ist das so alles so, bitte, 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 sag, bitte, es klappt. Ich habe mir auch schon wirklich, ja, über die Jahre auch ein bisschen an Erfahrung angeeignet. Ich habe wirklich schon so viele Chilis und Tomatenpflanzen vermurkst. Die habe ich hier auf der Fensterbank gekillt. Einfach durch falsche Düngung und durch falsche Pipapo. Aber ja, das könnt ihr dann wirklich alle sehen. Ihr könnt es gerne uns dann mitverfolgen, wenn es dann soweit geht. Natürlich die Kochvideos, die werden wie gewohnt weiterlaufen. Ja, wir schauen gleich mal. So, Strom ist drin. Mal gucken, was die Lampe macht, ne? Wow, Alter. Meo, schaltest du mal das Licht aus? Aber nur das Licht. So, Alter, das sieht aus wie ein Puff hier. Das gibt's doch nicht. Jungs, Mädels, schaut mal. Nein. Pflanzen benötigen ja weißes Licht oder blaues Licht und rotes Licht. Und das sieht aus wie ein Puff jetzt hier. Ich denke mal, ich weiß auch so, in der kleinen Beschreibung steht da schon irgendwas drin. Sieht schon sehr krass aus. Hat eine Ausleuchtfläche von 1 Meter, sagt das, aber ich würde das gar nicht mal auf 1 Meter machen. Also bei 40 Watt, wirklich. Ich hänge mir auf 1,60 Meter zwei von den Lappen, das heißt auf 80 cm mal 60 cm, ja, haue ich mir alles voll mit Töpfen da hinten, ne? Schaut mal. Also, das Ding macht schon hell, also, und sieht wirklich sehr stylisch aus. Der Disco.
Demir lacht jetzt schon. Ja, im Ernst, wenn ich jetzt zweimal den Löffel hier so drin hängen habe, ne? Ich bin gerade wirklich ein bisschen begeistert. Die ist wirklich super günstig bei Amazon geschossen. Dort gibt sie. Aber ich habe immer, lange Zeit habe ich Angst davor gehabt von diesen. Ich dachte mir, ey, wenn du jetzt so einen Crap kaufst, ne, kriegst du nur Probleme. Andere Leute haben geschrieben für die Anzucht und gerade so für die Anfangsphase super geil und für die Überwinterung. Und das ist mir auch sehr wichtig. Gerade Habaneros, Jolokias und Pipapo, die sind noch nicht richtig fertig und da kommt schon bei uns der Herbst und Winter. Und dann sterben die Chilis. Das ist nicht gut. Die müssen auf jeden Fall mit rein. Die hat ja auch ihre Kleinen mit eingepflanzt, ihre kleinen Perikino, das heißt ihre Mäuseko-Chilis. Und die sind nicht fertig geworden. Und das war natürlich ein Ärgernis. Jetzt blende ich euch, ne? Das war natürlich ein kleines Ärgernis. Ja, soll ich was sagen? Also das wird. Ich soll mal nicht das Thema wechseln. Nein? Kalt. Wenn dann 300 Watt herauskommen würden, würde es warm werden. Hier haben wir nur 40 Watt. Wegen den Prekinos, die sind nicht fertig geworden und dann kam auch schon der erste Frost und dann, ja, was passiert mit Frost und Chilis? Bang, kaputt. So, ich hoffe, das passiert mit den Dingern nicht. Wenn ihr ein rot beleuchtetes Zimmer seht, was seitdem so in pink und rot leuchtet, da kann es sein, entweder ist es ein Puff oder ist es, der Baba kocht da drin, ne? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Teile, Mio, machst du mal wieder Licht an? So. Ja, schön. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr. Zack. Oh, jetzt sehe ich aber grün. Ist interessant. Also ich sehe jetzt grün mit meinen Augen. Ich habe jetzt zu viel von dem Rot. Meine Augen müssen erstmal anpassen. Schlimm. Ob das so gut ist? Als die grün, ne? Oh. Tomaten auf dem Auge. Grüne Tomaten. So. Wo kommen die Kameraden hin? Die Kameraden kommen direkt dort an die Hängeschränke ran. Dort passt sich das bestens bei uns hier in der Küche. Da haben wir nämlich 1,60 Meter Platz. Und ja, die Hängeschränke, das machen die da. Da hauen wir ein paar Dings rein. Auch wenn die neu sind. Da hauen wir ein paar Schrauben rein. Wozu alles? Wir haben einen schönen Garten. Da möchten wir, dass alles gut läuft. Und ja, kommt mit und begleitet uns. Begleitet uns. Ihr könnt in jedem Video, verfolgt uns, in jedem Video könnt ihr das mit anschauen. Ich versuche es dann immer so auszurichten, dass ihr dort halt eben auch auf die Pflanzen mitschauen könnt. Oder ich mache mal ab und zu mal so einen kleinen Schwenk drüber. Ich werde jetzt auch wieder, also wir werden jetzt auch schön Gartenvideos präsentieren und was wir halt eben so im Garten treiben, ein bisschen vermehrt. Ist auch mal schön interessant. Wir hatten auch, letztes Jahr haben wir Zucchini gepflanzt, ne? Auch solche Oschen da herausbekommen. Aber das ist schon, ja, die waren nicht mehr genießbar. Ne? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns da mitbegleiten würdet. Wir machen auch schon sofort das erste Teil fertig. Und zwar gerade für Meos Küche, asiatische Küche, ein kleiner Trick und Trip. Bescheuert. Entschuldigung, es ist gerade noch früh am Morgen. Ich bin auch noch gerade mit meinen ersten Käffchen dabei. Und hier haben wir ein bisschen Zitronengras. Das haben wir uns gestern frisch gekauft. Gleich. Deswegen, meine Stimme ist noch ein bisschen rau. Es ist wirklich sehr, sehr früh. Ein kleiner Trick für asiatische Küche, südostasiatische Küche, Zitronengras. Ne? Vietnamesisch, chinesisch auch, thailändisch, kambodschanisch, myanmarisch. Egal, egal. Also für die südostasiatische Küche benötigen wir Zitronengras. Den kann man als Samen kaufen oder wir kaufen uns ihn frisch. Denn wenn er verkauft wird, ist er meistens noch sehr frisch. Ihr müsst darauf aufpassen, wenn ihr ihn euch ziehen möchtet, frischen zu kaufen. Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt unten, das Wurzelwerk ist leicht angetrocknet hier. Ganz, ganz leicht angetrocknet. Das schneiden wir uns ganz vorsichtig weg. Mit einem scharfen Messer. Schaut mal. Hauchdünn. Einfach nur das Trocknen wegschneiden. Das sieht dann so aus. Jetzt kann man hier viel herumspielen. Machen wir nicht. Das funktioniert auch so. Es darf halt eben nur nicht zu viel Wasser sein. Das ist sogar schon ein Tick zu viel Wasser. Schaut mal. Das ist sogar schon ein Tick zu viel. Na, guck mal so. Genau. Ich zoome das dann im Video mal rein. Das ist sogar schon ein Tick zu viel. Aber es geht. Das schneiden wir uns wirklich ganz kurz an. Zack. Nicht kurz, fein an. Genau, so dass die Feuchtigkeit da austritt. Das heißt, die Pflanze kann dann die Feuchtigkeit von Wasser, also die Pflanze kann das Wasser aufnehmen.
So, das kommt jetzt so auf die Fensterbank. Das Einzige, was wir machen müssen, ist hin und wieder das Wasser zu kontrollieren. Nach circa einer Woche, nach eineinhalb Wochen und immer ab und zu mal das Wasser wechseln und immer wieder mit frischem Wasser auffüllen, damit es nicht anfängt zu gammeln. Was passiert? Das Zitronengras, das lebt noch, das lebt noch. Das wird dann Triebe bekommen. Ich denke mal, mit dem Licht hier, ich denke mal, das wird schon ausreichen, dass es uns hier explodiert. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Wir haben schon, ja, Erfahrungen, nicht wirklich. Wir sind wirklich Laien im Garten, aber komm, nichtsdestotrotz, komm mit, schau zu, gib ein paar gute Tipps ab oder nicht. Lass es sein, schau einfach zu, wie wir einfach kläglich versagen werden. Nein, irgendwas wird da schon herauskommen. Wir möchten Chilis pflanzen, wir möchten Zitronengras, wir möchten Spitzpaprika. Ich sage ganz besonders Spitzpaprika, aber das alles in einem anderen Video. Liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Die Meo steht hinter der Kamera. Sie winkt euch auch herzlich zu und liebe, liebe Grüße von der Meo. Ja, demnächst machen wir wieder ein paar schöne. Also, was ist als nächstes machen wir so? Nee, als nächstes bereiten wir schon mal ein paar Samen vor. Wir müssen jetzt anfangen. Wir haben es jetzt Februar. Es muss losgehen mit den Chilis, weil sonst ist es zu spät. Wir müssen früh angezogen werden. Angezogen? Ist das richtig gesagt? Angezogen? Also Leute, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, euer Baba und die Meo hinter der Kamera. Mit ein paar schönen Gartentricks und Gartenanzugsvideos. Marco, ich habe das noch nie gemacht. Entschuldigt bitte, falls ich hier Scheiße labere, falls ich hier Blödsinn rede, bitte entschuldigt mich. Ne? Ich bin kein Profi. In dem Fach bin ich wirklich kein Profi. Tut mir leid. Leute, haut rein. Ciao Leute. Und tschüss. Hallo.